Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Daughters of Ashe. Wir sind in der Gewaltwelt von Ariamis gelandet, irgendwie. Und ja, werden hier so ein bisschen zu Tode gekombot, wieder mal. Die Gegner sind relativ... Ach kommt schon, warum staggert der nicht? Das kann doch nicht sein. Na, wir können jetzt nicht hier schon zwei Estus verballern. Tut mir leid, das wird jetzt hier ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass wir diese Puppe gefunden haben da. Ich habe das Gefühl, es ist eher Fluch als Segen. So, der staggert normal. Manchmal staggern sie, manchmal staggern sie nicht. So, eins, zwei, drei. Dann lebt er noch. Rülpst einmal in der Gegend rum. Guten Appetit. Und weg. Gut, das läuft ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das läuft gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt hier hoch. Den töten und wieder weg. Gut. Nächster. Was? Der kann um die Ecke springen. Haben wir den Ring des bösen Auges an? Wir kriegen fast keine AP zurück. Ich verstehe es nicht. So, der ist down. Die geben 300 Seelen. Warum geben die plötzlich so viel mehr? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ich wundere mich schon, woher die ganzen Typen kommen. Na, hier ist... Was? An, wie sie ihn an. So, dreimal treffen. Viermal treffen und weg. So, einer weniger. Die Kumpels hier. Leute. Einer weniger. Einer weniger. Ich hasse den Bogenschützen da drüben. Okay, der ist runtergefallen. Nice. Wir haben aber keine Seelen erhalten. Wahrscheinlich lebt er noch, der Penner. Der hat aus irgendwelchen Gründen drei Hits ausgehalten. Ja. Visier doch den an. Ich verstehe nicht, warum teilweise die Anvisierung einfach nicht klappt. Ach Mist. Das ist mir genau dasselbe passiert wie beim letzten Mal. Ich bin hier wieder runtergeflogen. Diesmal sind wir wenigstens nicht toxifiziert. Wir müssen uns aber trotzdem erstmal hier wieder mit diesen elenden Pestratten beschäftigen. 400 Seelen geben die. Also hier zum Seelenfarm ist echt nicht schlecht. Wenn man das möchte. So. Das läuft ganz gut. Man muss sich da einfach ein bisschen konzentrieren. So, nächster. Am gefährlichsten sind die Hunde. So, machen wir erstmal eins. Das Ding hier weg. Die sind so ein bisschen scheu, die Ratten. Okay, jetzt hat sie mich erwischt. Die können auch toxifizieren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein bisschen. Okay, hier ist auch wieder eine und... Gleichzeitig werden wir von irgendjemandem beschossen. Man sieht hier halt auch relativ wenig. Das hat schon mal nicht geklappt. Aber das könnte klappen. Ah, ich hasse Sprungpassagen. Ich hasse Sprungpassagen. Von hier. Andere Möglichkeit, da hinzukommen, sehe ich nicht. Okay, das hat geklappt. Vier Feuerbomben, prallen Loot. Yes! Brauchen wir nicht. Okay, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wissen wir auch nicht. Doch, hier ist eine Leiter. Wissen wir. Gut, gut, gut. Okay, beim letzten Mal sind wir hier runter gesprungen. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was wir jetzt hier machen können. Ich weiß nicht, ob... Ne, es sollten eigentlich keine Seelen mehr rumliegen von uns. Hier unten ist ein Hund mit dabei, das weiß ich noch. Ist eine Ratte und ein Hund. Oh, oh.
Eins, zwei, drei. Oh, nein, was? Warum hält er diesmal nur drei Hits aus? Ach, das ist doch unfair. Verdammt. So, wo ist der Drecksköter? Ich hasse dich. Naja gut, jetzt sind wir im Prinzip wieder genauso weit wie beim letzten Mal. Das war jetzt nicht beabsichtigt, aber okay. So, wir sind eh schon toxifiziert, spielt keine Rolle. Gut, hier ist nichts. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Okay, Memo und mich selber, wenn wir hier nochmal runterfallen, das ist ein Dead End. So, hier kommt der Kollege hoch. Oh, den treffen wir natürlich jetzt erstmal ein paar Mal nicht. Warum auch, ne? Warum sollten wir den auch treffen? Wenn wir geradezu auf ihn zuhauen. Es ist doch viel besser, wenn die Waffe an der Wand abprallt. Obwohl da überhaupt keine richtige Wand ist. So, was haben wir hier? Och Mist. Okay, das heißt, wir sind tot. Mal gucken, ob wir es schaffen, hier unsere Seelen wieder zurückzuholen. Es könnte machbar sein. Wahrscheinlich werde ich aber irgendwie verkacken. Cloister of Exiles. So, na komm. Hau du erstmal zu. Gut, dann nicht. Was? Dass sie teilweise dann auch einfach so ausweichen können. So, der ist weg. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Eins, zwei, drei. Und vier und weg. Sehr schön. Läuft. Und ich werde jetzt, glaube ich, nochmal genau denselben Fehler machen, wie den ich beim letzten Mal gemacht habe. Ach Mist. Nicht den. Nicht den. Der war nicht beabsichtigt. Das passiert mir jedes Mal, dass ich da Schaden fresse. Das dürfte mir eigentlich nicht passieren. So, nächster. Eins, zwei und tschüss. Gut, da hängen sie. Kurz gucken, ob hier jemand rauskommen möchte. Anscheinend nicht der Fall. Ich höre Hunde. Oh. Wo kommst du her? Eins, zwei, drei. Vier und weg. Schön. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Da hinten ist ein Bogenschütze. Moment. Wo kommst du her? Du elender Dreckspisser. What? Ah, ich... Natürlich treffe ich ihn nicht. Ich drehe durch. Das kann doch hier echt nicht so... Das kann doch hier echt nicht sein. Okay. Ich treffe ihn nicht. Drecksvieh. Zwei Estus. Im Prinzip können wir uns schon wieder sterben lassen. Beziehungsweise, ich werde versuchen, die Seelen zu holen und dann Homeward Bone zurück. Eventuell muss ich das Bonfire kindeln. Könnte sein, dass wir hier nicht großartig eine Wahl haben, aber wir werden sehen. So, das wäre das. Dann haben wir, sind wir hier runter gesprungen. Und hier runter. Das sind die Pestratten. Vielleicht können wir uns ein bisschen an den hochheilen. Nice. Okay, dann kommt er. Eins, zwei, drei. Rülpst in der Gegend rum. Vier und weg. Naja, das lief doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. So. Was? Warum greift die mich jetzt plötzlich an? Normalerweise sind die doch immer so passiv. Das gibt's doch nicht. Naja, egal. Ach komm, die Seelen. Spielt keine Rolle. Wie sieht's menschlichkeitstechnisch? Wir haben eine Twin Humanity. Ich möchte die jetzt eigentlich nicht gerade hierfür verballern. So.
Das heißt, da wir jetzt eh alles verloren haben da, können wir uns dann auch sparen, da nochmal hinzugehen. Glaube ich. 1, 2, 3. 4 und weg. So, und diesmal. Diesmal möchte ich hier bitte keinen Schaden nehmen, weil es ist eigentlich nicht so schwierig. Ach. Ja, anscheinend ist es doch ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin so ein unfähiger Tollpatsch. Okay. Er rastet da erstmal aus. Muss immer echt aufpassen, dass man nicht irgendwie... Ach, komm schon. Das Timing hier. Muss hier echt aufpassen, dass man nicht irgendwie noch in die Wand reinhaut. So, was haben wir hier alles? Irgendwo kommt doch da einer von den Toxic-Typen. Ja, da ist er. Ah, okay. Da hat's nicht beabsichtigt. Da. Reset. Tut mir leid. Ich habe das Gefühl, die nächsten paar Folgen könnten ein bisschen langweilig werden. Ich werde das Bonfire kindeln, weil es ist... Wobei, es bringt uns nicht wirklich viel, das Bonfire zu kindeln. Ich habe keine Moosklumpen mit Blume. Ich kann das Toxin nicht heilen. Wenn ich toxiniert bin, bringen mir auch 10 Estus nichts. Das spielt keine Rolle, wie viele Estus ich habe. Bonfire zu kindeln ist im momentanen Stand eine Verschwendung von Menschlichkeit. Der Backstab hat mich auch ein bisschen aus dem Konzept gebracht, ehrlich gesagt. Das hätte nicht passieren dürfen. So, das lief gut. Okay. So kann das doch jedes Mal laufen. Ich weiß nicht, warum das sonst immer so ein Problem ist. 1, 2 und down. So, der schießt daneben. 1, 2. Jetzt machen wir hier erst gar keine Faxen und rennen hier einfach durch. Weil ich muss nicht jeden Idioten töten. Aber ihn schon. Weil er regt mich ein bisschen auf. So, jetzt gucken wir mal, was kommt. Hier hauen wir wieder erstmal ein bisschen gegen die Wand. Okay, das war auch nichts. So. 1, 2. What? Was war das? 1, 2. Okay. Ich meine, naja. Jetzt mal müssen wir ihn 1, 2, 3 und zurück. 1 und so. Was? Ich bin zurückgerollt! Ich bin zurückgerollt, verdammt nochmal. So kommen wir nie vorwärts. Okay, ich muss irgendwie versuchen, einen Shortcut zu öffnen. Weil sonst... Sonst schaffen wir das hier nie. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Es sind hier viel zu viele. Die Chance, dass ich hier durchkomme, ohne toxifiziert zu werden, ist relativ gering. Das heißt, Flucht nach vorne. Hallo? Ach so, keine Ausdauer mehr. Okay, gut. Das erklärt einiges. Naja gut, was will man tun? Ist hier oben irgendwas Relevantes? Anscheinend nicht. Ich weiß noch, wo der Shortcut ist. Mehr oder weniger zumindest. Das war... Ah, Mist. Wo war das nochmal? Ach so, ja, klar. Ist richtig, da ist ein Boss. Kommen wir da rüber? Ich glaube nicht von hier. Wahrscheinlich werden wir am Toxin sterben. Ich weiß nicht, ob wir an den Shortcut kommen, ohne den Boss... zu besiegen. Und es sieht irgendwie nicht danach aus, weil wir müssten in diese Richtung gehen. Schwierig zu sagen.
Ist schwierig zu sagen. Okay, da oben kommen wir nicht mehr weiter. Für 6400 Seelen. Hier kommen wir nicht runter, okay. Das ist nicht mal unser Tod. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Naja, das war von vornherein nein zum Scheitern Vorteil. Wir dürfen uns da nicht toxifizieren lassen. Das war. Das darf einfach nicht passieren. Es ist. Es geht jetzt nicht. Wir kommen hier nicht raus. Ich würde hier eigentlich ganz gerne den Shortcut öffnen, aber irgendwie sonst. Das, komm. Ich weiß nicht, warum er nicht staggert. Wenn er mitten in der Animation ist, staggert er einfach nicht. Das war doch früher nicht so. Das heißt, ich muss jedes Mal einen Angriff rausbaiten von denen. So. Eins, zwei, drei. Na komm. Eins und zurück. Läuft doch. So muss es laufen. Jedes Mal. Es ist auch nicht schwierig. Teilweise habe ich das Gefühl... Keine Ahnung, was passiert. Okay, ja. Das läuft schon wieder super. 1A. Ich werde mich jetzt auch nicht heilen. Das ist, das bringt hier nichts. Und der Ring des bösen Auges, der heilt halt einfach fast gar nichts. Ja, wobei, hat langsam ein bisschen was geheilt. Es geht, es geht. Er bringt schon was, er bringt schon was. So, hier durch. Er ist down. Hier haben wir einen kleinen Choke Point. Nächster ist weg. Eins, zwei, drei. Okay. Naja, was soll's. Wir sind wieder gleich weit. Ach komm schon, echt? Wir sind wieder gleich weit wie auch schon. Der Ring heilt schon ein bisschen was. Er heilt einfach sehr, sehr langsam. What? Wo kommst du her? Aber zum Glück bin ich da noch rechtzeitig weggekommen. Meine Güte. Okay. Eins, zwei, drei. Pestrate 1 ist down. 1, 2, 3, Pestrate 2 ist down. Okay, jetzt kommst du. 1, 2, 3 und weg. Wir heilen uns langsam wieder hoch. What? Naja. Das passiert. Ich bin ein bisschen dumm gecornert worden. Das Problem ist, ich musste runterspringen, weil ich ansonsten... toxifiziert gewesen wäre. Ich versuche noch irgendwie herauszufinden, was das Spiel hier eigentlich will, dass ich tue. Das lief gut. Schön. Hier kann man auch, könnte man auch super leveln, wenn man das denn tun möchte. Okay. Ach komm. Nein, 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 nicht. In die Wand hauen, ne? So, nächster. What? Was der für eine Range hat? Wir halt einfach so einen Riesensprung machen kann. So unfair. So, nächster. Down. Ich denke, das hier ist schon die richtige Taktik. Man muss es einfach besser spielen. So, da unten wäre auch ein Item. So, nächster. Na komm. Down. Down. Okay, einmal zugehauen. Lief doch. So, diesmal möchte ich eigentlich nicht hier nach unten gehen, sondern am normalen weiter. Okay. Shit. What? Wo kommt der her? Wo zur Hölle kommt der her?
Ich bin doch gerade von da gekommen. Spawnen? Es könnte natürlich sein, dass hier Gegner spawnen. Oder er ist von irgendwo runtergedroppt. Das kann natürlich immer sein, aber... Ach, ja. Eins, zwei, drei. Was? Warum rennt? Warum dodgt der Instoxic rein? Ich habe überhaupt nicht in die Richtung gedrückt. Ah. Ich habe überhaupt nicht in die Richtung gedrückt. Er hätte auch gar nicht sterben dürfen. Ich habe erst dreimal zugehauen. So. Wahnsinn. Wahnsinn, die Range. Dodgt auch wie ein Weltmeister. Eins, zwei, drei. So. Okay. Passt. Hat er mich... Er darf mich nicht... Er darf mich nicht treffen. Sonst kriege ich das Toxic ab. Das ist jetzt eine Folge, wo wir relativ wenig Progress haben. Das Problem ist, dass ich keine Möglichkeit habe, mit dem Toxic umzugehen. Was ein bisschen schade ist. Aber okay, ist eine Challenge. Kann ich so akzeptieren. Eins, zwei, drei. Na komm. Gut. Lief. So. Jetzt dieser Teil. Das wäre doch echt mal schön. Genau, wenn wir das mal so hinkriegen. Das ist... So muss es eigentlich immer laufen. Sehr schön. Und jetzt sollten wir es hier vielleicht ein bisschen langsamer angehen. Das Problem ist, dass der Pisser da uns angreifen kann. Da ist auch noch Loot. Okay. Eins, zwei, drei. Vier und weg. Oh, Hundi. Gut. Da nehmen wir einen Estus, das ist okay. Der droppt da hier einfach runter. Ich weiß nicht. Wir haben das, glaube ich, schon mal probiert. Bevor ich das noch... Aber ich habe das Gefühl... Ach, kommt schon. Ihr scheiß Mistviecher. Hier geht es noch weiter nach unten. Aber hier war nichts, oder? Hier waren wir schon. Hier waren wir schon 10 Mal wahrscheinlich. Ich möchte an dieses Item daran kommen. Das war nix. Es könnte klappen. Ich weiß nicht. Gucken wir mal kurz, ob hier irgendwo anderer Zugang möglich wäre. Sieht nicht danach aus. Wie kommen wir da hoch? Vielleicht von hier. Ha! Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Good job. Oder? Ich weiß es nicht. Na, und hier können wir dann runterspringen zu diesem Item. Okay. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal... Wir machen da überhaupt keinen Schaden. Blutschild, okay. Tach auch die Damen, ne? Aber hier... Okay, das war, glaube ich, eine gute Plunge-Attack. Einigermaßen. Warte, ich hab doch gar nicht gerollt! Controller! Das war gar nichts. Heilige Scheiße. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Pissviecher überhaupt zu besiegen. Man sieht halt auch nichts, oder? Ne? Sollen wir nochmal hochgehen? Gucken, ob die andere da noch oben ist. Blutschild. Was zur Hölle ist ein Blutschild? The Blood Shield, spoken of the Lost Legends, the Red of Blood is slightly enchanted and boosts various resistances. Okay. Toggle Status. Sehen wir irgendwie...
Boah, das ist schon ziemlich heftig. Das ist schon ziemlich heftig, wie viel der hier boostet. Brauchen wir aber nicht. Weil Poison gibt's nicht. Gegen Toxin scheint die Poison Resistance überhaupt nichts zu bringen. So, Fräulein. Okay. Was ist hier? Was zur Hölle? Okay, sie staggern. Ich kenne die Move Pattern nicht. Okay, das lief ganz gut. Wie viele Seelen geben sie? 1000. Nicht schlecht. Okay, wisst ihr was? Ich würde fast sagen, wir probieren die untere auch nochmal zu töten. Vielleicht gibt's irgendwas, wenn wir beide umnieten. Ich meine, das ist jetzt ein großes vielleicht, aber... Was soll man tun, ne? Boah, 40 FPS gerade nur. Das hilft natürlich auch nicht. Okay, da ist sie. Eins, zwei, drei, vier und down. Hat uns aber nichts gebracht, was theoretisch sein könnte. Das ist das oben, was gespawnt ist. Weil sie sind ja ursprünglich, sind sie oben gespawnt. Also ich werde nochmal kurz hochgehen. Ich vermute nicht, dass da was ist. Ah, wir haben eine Menschlichkeit erhalten. Das ist hingegen sehr gut. Nope. Hier ist nichts mehr. Okay, wir haben das für den Blutschild gemacht. Es ist okay. Ich denke, der könnte unter Umständen wichtig sein, gerade die Curse-Resistenz vielleicht. Der macht schon einiges aus. Also der würde unsere Curse-Resistenz verdoppeln. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass der Poison Bite Ring nichts bringt gegen... Ach, was? Das Tracking hier, ne? Na kommt, kommt ihr erstmal hier hoch. Dass der Poison Bite Ring nichts bringt gegen gegen Toxin, das finde ich ein bisschen schade. Okay, den haben wir erledigt. War nächster. Freundchen. Das war jetzt eigentlich keine Absicht, ist aber okay. Und fast hätte mich noch ein Pfeil erwischt. So, dann kümmern wir uns mal kurz um den Bogenschützen. Down. Da liegen auch noch Seelen. Die sind jetzt nicht so wichtig. Was wichtiger ist, ist die Menschlichkeit. Die könnte ich verwenden, um das Bonfire zu kindeln. Okay. Eins, zwei, drei. So. Hauen und zurück. Lief gut. Ich weiß nicht, warum der da plötzlich da unten was anvisiert hat. Das war eigentlich so nicht geplant. Der kann halt auch einfach überall durchschießen, habe ich das Gefühl. Und schießt wie ein Maschinengewehr. Nice, der ist schon mal down. Falls ich jetzt getoxint werde, würde ich zurückrennen zum Leuchtfeuer. Okay. Das lief gut. Das heißt, jetzt können wir uns hier schon mal vielleicht ein bisschen genauer umsehen. Hier war, glaube ich, auch noch einer, oder? Oder nicht? Haben wir das mal runter. Das ist jetzt da. Genau, da müssen wir hin. Das ist der Innenhof. Da sind die ganzen Typen versammelt. Und da geht es dann irgendwo zum Shortcut. Das weiß ich noch. Das Problem ist... Wie kommen wir da genau hin? Das weiß ich nicht mehr. Was haben wir hier oben? Im Dachboden. Da liegt Loot, aber das ist nicht von hier aus zu erreichen. Ich glaube, hier waren wir auch schon.
Deswegen ist da auch nichts mehr. So, dann haben wir hier einen Kollegen. Okay. Ich muss auch echt immer ein bisschen hinten gucken. Weil die können von überall herkommen. Okay. So, beim letzten Mal sind wir hier runtergesprungen. Und das ist im Endeffekt in einem Dead End. Hat in einem Dead End geendet. Deswegen wollen wir das nicht tun. Wir wollen das nicht tun. Alternativen. Hier würde es zum Boss gehen, also zu Priscilla. Theoretisch müssen wir hier abhauen können, ohne dass wir Priscilla töten müssen. Aber ich weiß nicht, ob das hier in diesem Mod auch so ist. Ich wechsle mal auf die Heimatknochen. What? Wie unfair ist das, bitteschön? Na, klasse. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Ich werde offscreen versuchen, die Seelen zurückzuholen und dann gucken wir einfach mal. Das war Bullshit, tut mir leid. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.